Ja, volle Kanne. Genau. Volle Kanne ist eine wirklich gute Sendung, die im ZDF läuft. Ich schaue wie immer öfter als Morgenmagazin. Weil mir diese Sendung super gefällt. Schleim. Ja. Ja, wir wischen keinen Schleim hier auf. Einen wunderschönen guten Morgen, Max Saar und Daniel Dickhoff. Schön, dass ihr da seid. Hallo. So, wo sind denn die anderen Jungs geblieben heute? Die hatten zum Teil private, zum Teil dienstliche Termine. Ja, deshalb sind ich nehme an, der Nils schläft noch, der hat noch keine Kinder. Ja, der schläft noch. Der kann noch ausschlafen, also das heißt bis 9 oder länger. Das heißt, ihr mit Kindern, Frühaufsteher gerne? Gerne ist was anderes, ne? Aber Frühaufsteher schon, also nicht unbedingt nach dem Konzert, aber... Sonst schon. Ich habe auch einen ganz kleinen zu Hause, der ist auch irgendwie x-mal wach geworden heute Nacht. Das war schon stressig. Ja, aber so ist das mit Kindern. Ich meine, auf der anderen Seite, wenn sie einen anlächeln, ist das größte Geschenk, was es auf Erden gibt. Ne? Absolut. Bedingungslose Liebe, ja. Also wir haben euch hier zum Frühstück auch eingeladen. Ihr habt ein aktuelles Album, Klassenfahrt. Mhm. Wir werden nachher auch nochmal reinschauen in das Konzert, was ihr gegeben habt in Essen. Also den großen Auftakt sozusagen. Und jetzt schlagen wir erstmal mit euch gemeinsam die Zeitung auf, weil ihr seid ja auch öfter auf dem Kirchentag gewesen. Mhm. Und vor einem Jahr das letzte Mal sozusagen performt. Ja, das ist eine Alkoholnacht, die Konsequenzen für die Bischöfin Käßmann hat. 1,54 Promille, da haben wir gestern auch schon drüber gesprochen und auch in der Presse ist natürlich verfolgt. Das ist schon der Hammer, oder? Ja, das ist krass. Also, ich dachte eben schon, das kriegt man nicht mal eben mit dem Sekt beim Frühstück hin. Aber das war wohl, glaube ich, auch abends. Ja, also, Samstagabend, rote Ampel überfahren. Ja, ich denke auch, es ist ein bisschen so ein Schock, ne? Weil ich habe die Frau Käßmann auch kurz kennengelernt in Bremen und finde, das ist eine tolle Frau. Und das ist natürlich ein Fehler, den man nicht so eben mal beiseite wischen kann, leider. Also ich habe das sehr bedauert. Ich denke auch, dass da jede Form von Schadenfreude vielleicht fehl am Platz ist. Sondern das ist einfach, ich fand es ziemlich ein Schock. Ja, das ist natürlich die große Frage, nicht nur in der Presse, sondern unter den Menschen und vor allem auch bei ihr. Darf sie Ratspräsidentin bleiben? Was meint ihr? Also das glaube ich, muss sie selber entscheiden. Also ich will mich da nicht zum Richter über jemanden machen. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie die ganze Geschichte ausgehen wird. Also ich meine, auf der einen Seite, ne, jeder Mensch, auch Frau Käßmann, ist halt ein Mensch, der Fehler machen kann. Ja? Und die Frage ist, wie wird sie jetzt damit umgehen? Du schweigst still. Ja, ich will mich da nicht anmaßen, nämlich dazu zu äußern, wie das da intern geregelt wird. Aber es ist natürlich schon schwierig, wenn jemand so eine Vorbildfunktion hat und auch klare Aussagen zu dem Thema getroffen hat. Und es dann selber nicht hinbekommt. Das ist schon bedauerlich. Aber wir sind alle Menschen, also das muss man auch sagen. Klar, und wir alle sind aber auch irgendwie Vorbild mit dem, was wir tun. Ja, wenn Sie Fragen haben, liebe Zuschauer, an die Wise Guys, dann können Sie die gerne stellen unter 0211 64 99 564 oder sich auch per E-Mail einklinken. Du hast dein Fotoapparat mitgebracht zum Frühstück. Ja. Und machst für deine Frau, Familie und für euch so ein bisschen Fotos, finde ich gut. Ja, kannst du währenddessen machen? Ja, ja, wir gucken ab und zu, also meine Frau und ich, gucken ab und zu gerne mal... hier bei voller Kanne rein und ich dachte, meiner Frau bringe ich den einfach mal. Das ist eine schöne Fotos mit. Das finde ich gut. Also genießt erstmal euer Frühstück. Habt ihr Kakao eigentlich? Nein, lass mal Latte. Ach so, soll ich ein Bild von dir machen auch? Ja, mach mal ein Bild. Gut, dann macht ihr das jetzt erstmal. Ich kümmere mich schon mal ums Top-Thema und bin dann gleich zurück. Guten Appetit erstmal. Danke. Ja, dann hoffen wir mal, dass der Traum in Erfüllung geht. Das ist immer das Wichtigste im Leben. Ne? Ihr seid ja auch eine Großfamilie. Viele Kinder auch insgesamt. Wie viele waren es? 11? 11 Kinder haben wir. Ja, Wahnsinn. Und alle auch erlebt bei der Geburt oder gab es da irgendwie eine Ausnahme? Situation mal? Ja, ich konnte bei der Geburt von meinem mittleren Sohn nicht dabei sein, weil ich gerade in Flensburg war. Achso, mit den Jungs dann? Mit den Konzert. Konzertmäßig. Und dann kam er plötzlich. Dann kam er, ja. Ja. Verpasst? Vermisst? Ja, klar, ich wäre schon gern dabei gewesen, aber ich habe halt die anderen beiden Geburten mitgekriegt. Dann bin ich schon dankbar, dass das wenigstens in 2 von 3 Fällen geklappt hat. Was wir Frauen ja immer selbstverständlich finden, weil wir sagen, Mensch, der Mann, der kann mit uns leiden. Aber ist es für euch dann eine grenzüberschreitende Erfahrung, wo ihr sagt, okay, ich habe dann doch nicht hingeguckt, ich bin ganz ehrlich, weil es ja schon heftig, die Frau leidet, man kann wenig helfen? Also in meinem Fall war das ein Kaiserschnitt, deswegen war das abgetrennt. Da konnte ich, also ich habe nur Händchen gehalten und daneben gesessen. Okay. Ja. Ja, viel mehr kann man auch bei einer normalen Geburt nicht machen. Also singen nicht zum Beispiel kann man. Also, aber ich glaube, beim Kaiserschnitt, unser erstes Kind war auch ein Kaiserschnitt, deshalb habe ich die Erfahrung auch gemacht. Da ist es sozusagen insofern nicht so dramatisch, weil auch die Frau nicht so viel dann eben davon mitkriegt. Ne? Also das ist schon länger
bei einer normalen, wie man so schön sagt, Spontangeburt. Ja, genau. Spontan ist nicht ganz der Mann, der jetzt zu euch getreten ist. 365 oder 35 Sänger hatten sich beworben auf eine neue Stelle und Nils Olpfert ist es geworden. Wieso er? Genau, ja, er war mit Abstand der beste Kandidat in der Endausscheidung. Also wir haben richtig 12 Leute dann ausgewählt aus den Bewerbungen. Die kamen aus ganz Deutschland und nach Köln und er hatte eben in den Bereichen, die uns wichtig waren, hatte er die Nase ganz weit vorn. Also ein ganz toller Sänger erstmal natürlich, dass er eine ganz tolle Solistenstimme hat. Er kann sich aber auch unheimlich toll in den Background einfügen. Das ist ja auch wichtig, also im Chorgesang, eben, dass er sich stimmlich gut mischt und dass er eben auch Spaß daran hat, mal die zweite Geige zu spielen. Und er ist ein wahnsinnig netter und optimistischer Typ, der einen unheimlich guten Geist in die Gruppe gebracht hat. Also nicht, dass es vorher schlimm gewesen wäre, aber... Na, ihr seid ja schon seit Jahren zusammen. Also ja, also der ist so wie, der steht so ein bisschen wie ein kleines Kind vom Weihnachtsbaum manchmal. Ja. Und das macht riesen Spaß. Ja, und wie ihr Spaß habt, das haben wir mit der Kamera begleitet. Wie war denn Essen bei den Wise Guys? Bereit für die Show, bereit für eine echte Spezialnacht. Ein bisschen Anspannung sieht man da schon in den Gesichtern der Wise Guys. Diesmal sind wir irgendwie, glaube ich, alle ein bisschen aufgeregter als sonst. Und wir sind auch super gut vorbereitet. So, also wir haben einen extra Tag dazu genommen, um mit den Kameras die gesamte Show einmal durchzuproben. Haben wesentlich mehr Aufwand betrieben als jemals zuvor. Und dann läuft auch schon der Countdown. Start in die Spezialnacht mit den Songs des neuen Albums Klassenfahrt. Also ich finde bei der Spezialnacht super, dass die Leute die Songs vom neuen Album eben noch nicht so kennen und dass man da irgendwie richtig in Ruhe sozusagen den Leuten was präsentieren kann, was musizieren kann und dass die Leute die Songs vom neuen Album in Ruhe hören können und dass es dann eben danach richtig so eine gemeinsame Party wird, so ein bisschen irgendwie wie die Fischerchöre, das dann alles zusammen. Fischerchöre, was im Mitsingteil der Spezialnacht kommt, klingt dann doch etwas anders. Die Wise Guys geben Vollgas und die Fans sind sofort mit dabei. Und am Ende sind sich alle einig. Super was. Tolle Stimmung, astrein, schöne Lieder, gut in Form alle. Hat total Spaß gemacht bis hier. Ja, die haben die Nähe zum Publikum, das ist das Besondere. Ich glaube, ganz oft treffen die in ihren Liedern einfach genau das, was ganz viele auch denken und fühlen. Dass das Konzert ein Erfolg wurde, lag ja vielleicht auch ein bisschen am Vorbereitungsritual. In Essen ausnahmsweise im Volle-Kanne-Stil. Volle-Kanne ist eine wirklich gute Sendung, die im ZDF läuft. Das können wir so unterschreiben, ne? Sehr gut. Aber was ich ja wirklich beeindruckend finde, von jung bis alt ist jeder dabei. Ne? Mann, Frau, ihr vereint ja da wirklich Generationen. Ja, es ist ein Phänomen, über das wir auch selbst immer staunen. Aber dass wir uns freuen, aber dass wir auch staunen. Es gibt keine wirkliche Erklärung dafür. Es ist einfach ein schönes Kompliment für unsere Musik. Ja, wie ist das mit dem Glücksbringer, den du geküsst hast? Was ist das? Was für ein Glücksbringer? Ich habe keinen Glücksbringer. Du hast irgendwas geküsst. Ah, okay, hast du auch dabei? Habe ich dabei, ja. Das ist schön, hätten wir es abgesprochen. Ne? Stimmt. Ja. Was ist das? Romantisch, das ist eigentlich leider doch dann eher unromantisch. Das ist eine Art Mundharmonika in Rund und da sind alle Töne und Zwischentöne der Tonleiter drauf. Das ist sozusagen die Stimmgabel für Blöde, sag ich immer. Okay, ich bin Ton Blöde, genau. Gib mir mal einen Ton an. Ich gebe einen Ton, also zum Beispiel ein G. Okay. So, und dann finden wir dann unseren Akkord von da aus. Finde ich ja großartig. In 99 von 100 Wellen. In 99 von 100, ja. Ich habe auch schon mal irgendwie einen Halbton oder einen Ganzton zu tief gegeben und dann haben wir uns angeguckt. Wir haben es durchgezogen, ne? Alles ein bisschen tiefer. Ja, ich meine, der Zuschauer weiß es ja nicht. Also man selber ist dann perfektionistisch wahrscheinlich. Aber du hast es angesprochen, die Fischerchöre ist eher mit dem Augenzwinkern gemeint. War ein blödes Bild eigentlich, denke ich auch jetzt im Nachhinein. Nein, das ist halt dieser Effekt bei der Spezialnacht, dass wir ältere Lieder singen. Wir haben die großen Leinwände, da waren ja 6000 Menschen in der Halle. Wahnsinn. Und unten werden die Texte eingeblendet und die Leute werden aufgefordert mitzusingen, weil wir im Publikum immer zwei Fraktionen haben. Es gibt immer einen Teil von Leuten, die wollen uns gerne in Ruhe hören und der andere Teil möchte gerne richtig laut mittanzen und mitsingen. Und da soll eben diese zweite Gruppe zu ihrem Recht kommen vor allem und dann singen eben wirklich tausende Leute die Songs mit und das ist wirklich Wahnsinn. Gänsehaut pur. Das oder? Also das heißt, für euch als Künstler kommt da nochmal unglaublich was zurück, was ja viele, so wie Robbie Williams, dann machen, halten das Mikro rein und dann ist es, also was kriegt man dann? Gänsehaut als Künstler oder total, welches Gefühl ist das? Ich finde, das klingt auch richtig schön. Wir haben es jetzt in Kiel am Samstag zum zweiten Mal gemacht,
wieder diese Spezialnacht, auch wieder knapp 6000 Leute. Und das ist einfach, wenn diese Leute zusammen in den verschiedenen Stimmlagen aber alle diese Melodien mitsingen, das klingt wirklich toll. Also das ist ein ganz tolles Klangerlebnis auf der Bühne. Sehr schön. Klangerlebnis hat man auch mit dem neuen Album Klassenfahrt. Darüber sprechen wir gleich, auch wie Songtexte entstehen. Und was dieser Song Lisa auf sich hat, das ist eine ganz besondere Geschichte. Wenn Sie noch Fragen haben unter 0211 64 99 64, können Sie Ihre Fragen stellen oder auch per E-Mail. Geben wir dann gleich weiter. Und jetzt kümmern wir uns um die Küche. Es geht um Armin Rossmeier und seine Vorliebe zur fränkischen Küche. Armin, bitteschön.